Hallo und willkommen zurück hier beim ArcheAge Let's Play Together mit dem Sunny. Servus. Moin. Und dem Matze. Hi. Hallo. Und einem Haufen süßer Speinchen. Ach ja. Ja. Naja, gut. Der Matze hat Post gekriegt. Der ist so neu gekriegt. Der muss erstmal lootsen gehen. Ich hab Post. Scheiße, Auktion gescheitert. Das wollte ich nicht wissen. Ich dachte, vielleicht auch eine Rechnung vom. Vom Fürsten, der wieder ein paar Steuerbescheide möchte. Der soll mich mit seinen Steuerbescheiden mal. Na, lass mir das. Ja, okay, lass mir das. Wir haben eine Mission. Haha, wer hätte es gedacht? Wir haben eine Mission und die nennt sich Schiff, Handelsschiff. Hat der Matze nämlich gekauft. Mal für locker 2400 Gold einspringen lassen. Schnäppchen. Ich habe noch ein bisschen was dazu gesteuert, aber das meiste hat der Matze tatsächlich gestemmt. So 2000 ungefähr. Und das ist ja mal eine schöne Sache. Jetzt können wir dann mal ein Handelsschiff bauen, ein paar Pakete schnüren, eventuell rüberschippern, dabei versenkt werden und fluchen. Also wie immer. Genau, und dann haben wir doch alles erreicht für diese Folge. Dann haben wir alles erreicht. Jo, also was wir schon vorbereitet haben, sind die Mats. Wir haben schon mal alles beschafft, was man dafür braucht. Natürlich müssen wir noch die Pakete draus bauen. Ja. Das Handelsschiff an sich braucht 2 Holzpakete, 3 Stoffpakete, 3 Eisenpakete. Also gar nicht so viel. Und für das Fundament braucht man noch 100 Holz. Das haben wir jetzt schon alles hier. Jo, ich würde sagen, wir gehen aber dafür einfach mal rüber, weil wir müssen ja als erstes mal das Dings bauen. So sieht's aus. Die Werft bauen. Ne? Die hauen wir mal ans Wasser. Ich hoffe, das wird da oben gehen. Da werden wir wieder ein bisschen Gold für brauchen. Ja, bitte. Kommst du mit? Nee. Nee. Magst nicht? Nee, ich mag nicht. Ich will nicht! Ja, ich weiß, ich habe meinen Schneelöwen lang nicht mehr gewaschen, aber... Immer diese quengelnden Kinder, weißt du? Klingt auch nicht gut. Ich bin gleich aus der Gruppe und drück Steuerung F. Huch, wo war denn der Strand? Links, gell? Mats hat nämlich schon festgestellt, er geht so oder so drauf. Was? Wir gehen alle drauf. Musst du damit jetzt anfangen, Sunny? Wir werden alle sterben. Das gehört hier nicht hin. Hier ist ein schöner Strand, Matze. Guck mal. Bäh. Guck mal einer. Schau mal einer, guck. Ein schöner Strand. Schau mal, Matze. Was ein schöner Strand. Dann müssen wir ja nur die Pakete hier alle runterömmeln. Oh, guck mal hier. Mhm. Eine schöne Krabbe. Bei mir war gerade das Wasser weg. Das sah lustig aus. Machen wir erstmal Bereinigung hier. Ach, Quatsch. Ja. So? Fertig. Gut. Aber was war denn hier im Wasser? Ich muss da gerade mal tauchen gehen. Ihr könnt ja so lange mal. Matze fängt mal an, hier einfach mal Fundament hinzuömmeln. Das sah so aus, als wäre hier irgendwas im Wasser, aber das sind tatsächlich nur diese komischen Pflanzen gewesen. Das mit dem Fundament ist immer so eine Sache, wenn man ein Schiffchen bauen will, bis man das Fundament platzieren kann. Dann dauert meistens lang, keine 2 Sekunden. Wollte gerade sagen, wenn man das kann, dann geht das auch. Ihr seid alle. Blöd. Haben wir es jetzt schon, das Fundament, oder wie? Nö. Nee, noch nicht ganz. Das sehen sie. Da ist es! Ist einfach Wahnsinn! Tada! Und jetzt gehe ich mal hin, investiere mal satte 100 Holz. Achso, die muss man jetzt noch investieren, oder wie? Ja, fürs Fundament. Nein, das die kostet sind weg. Ich wollte meinen, die sind weg in dem Moment, die wo du es platzierst. Ne? Das ist das, was ich meinte. Ja. Hier kriegen wir jetzt angezeigt, was wir brauchen. Investiere 25 Arbeitspunkte und ein Holzpaket. Das heißt also, wir brauchen jetzt erstmal 2 Holzpakete, dann 3 Stoff, dann 3 Eisen. Ja, wir können ja jeder 3 Pakete mitnehmen. Wenn wir die Wagen voll machen, ja, warum eigentlich nicht? Ja, hier kann uns ja nichts passieren, ist doch alles safe. Steuerung F geht hier, aber ich schätze mal, das wird sich keiner wagen, wenn wir hier so dritt sind. Dann machen wir... gut, wenn wir alle 3 Pakete machen, können wir alles vollklatschen. Jo. Dann leg ich doch mal mit Leuten an, die dir gewachsen sind. Ja, komm her. Ach nee. Entschuldigung. Oh. Also, na, warte. Dieses Großmaul, weißt du? Ja, der war bei. Der Matze hat echt keine Chance. Ach, haben wir ruhig festgestellt. Stimmt doch gar nicht. Ist leider wirklich der Beweise? Fall. Nein. Gibt Matze, es nicht. Soll ich es dir beweisen? Nein, lass. Ach ja, immer diese Kinder hier. Lass mir ihn. Er hat den längsten. Na. Du nicht. Kennst du das Video, wo der eine fragt, wer ist der Coolste hier? Und dann so ein Passant einfach stumpf antwortet, du nicht. Nee, aber das ist gut. Hätte ich sein können. Nee, du hättest gefragt, wer ist der Coolste.
Nee, die Frage hätte ich nicht gestellt, ich hätte es mir ja selber beantwortet. Ach so. Mann. Ey. Boah. Es ist gut, dass der Typ nicht von sich selbst zu sehr überzeugt ist. Ja. Ich würde niemals von mir überzeugt sein. Niemals. Nee, weil du hast schon mal in den Spiegel geschaut, seitdem hast du es aufgegeben. Ja, so ist es. Wo haben wir denn unser Möped? Hier, nee, das ist das Ruderboot. Wo ist mein Moped? Ja, Ackerwagen. Hoffentlich ist der ganz. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal raus hatte. Fällt jetzt wahrscheinlich quer durch die Steinchen. Ja, durch die Schweinchen. Da ist er, mein Trabi. Hör auf zu hupen! So. Versorgst du den Sani mal ein bisschen mit... ich versorg den überhaupt nicht. Der kann mich mal. Der hupt die ganze Zeit. Ja, aber wenn du ihn versorgst... Ja, ist ja gut. Dann hält er vielleicht die Klappe. Arbeitspunkte. Ja. Sani. So. Es reicht. Bleib doch mal locker. Entspann dich doch mal. Nein. Hier, komm runter und mach was Nützliches. Da und Handel da und da. Eins und zwei und. Wir brauchen erst die Holzpakete. Ist doch egal, wir brauchen ja alles. Aber wir können ja alles. Wir können ja alles reinschmeißen. Wir haben ja drei Wagen draußen. Wir brauchen ja auch nur fünf Pakete. So, dreimal Stoffpaket. Ich muss jetzt meine Webstufe finden. Warum habe ich sie dir gegeben? Hier gibt's nämlich keinen. Doch, ich stehe schon davor. Die Holzpakete machst du alle, Matze? Mache ich gerade, ja. Okay. Wie viel Eisen brauchten wir? Drei. Drei. Ja? Kannst mir auch gleich noch was geben. Nö, das passt. Ich dann legst jetzt bei mir in die Karre noch. Achso, ich habe ja meine Karre los, da drüben. Ne? Dann habe ich halt nur zwei Pakete bei mir in der Karte. Warte mal, Sani, du musst noch die Handelspakete machen, die anderen. Tu die noch bei uns rein. Ich habe doch schon zwei. Ach so, ach ja, 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 wir müssen noch alle machen. Ah ja, Entschuldigung. Ich fahre dann noch nicht los. Nee, also, ne? Soll ich noch was machen? Nö, eigentlich muss nur noch Sani jetzt seine Stoffpakete bei mir. Wo hast du denn dein Moped geparkt? Da, wo deins stand. Gar nicht. Gar nicht, dann da, wo Matzes stand. Auch nicht. Doch, da Matze stand da. Da, wo deins steht. Da, wo meins steht, da steht meins, meinst du? Oh Gott, wir sind mir wieder blöd hier. Nee, du. Ich? Hier nicht, du. Aber... Ich muss mir das doch nicht sagen lassen hier. So. Mach mal diesen Dreckskarren da weg. Soll ich dir das auf den Boden legen? Ich überleg gerade. Der Matze hat noch zwei frei hinten, oder hast du... Nee, nein, die sind voll. Ich hab noch einen Rücken. Dann leg's frei auf den Boden, bitte, ja. Nehme ich's mir direkt. Nee, ich, nicht auf den Boden legen, hier sind so viele Spieler. Ach ja, so, Moment. Scheiße. Doch, dann... Ja, Moment, dann machen wir's so. So, bitte. Okay. Und drop. So, und jetzt... haben wir hoffentlich alles. Mit Holz ging's los, oder was? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Ja. Holz, Eisen, Stoff. Nee, oh, Stoff, ja. Eisen. Meine Fresse. Eisen war's letzte. Nee. Eisenstoff, oder nicht? Nee. Stoff, Eisen. Eisenstoff. Eindeutig Eisenstoff. Okay, wir wetten um... Flache Nacken. Ich spare mir mal den Sprit. Man muss ja nicht immer so die Umwelt verpesten. Ich hab gar keinen. Ich glaube, ich hab noch. Ja, 7 Stück habe ich noch. Ach ja, und da haben wir unser eigenes Handelsschiff. Wie nennen wir es denn? Also... Erstmal habe ich mein eigenes Handelsschiff. Haha. Dann fahr doch allein damit. Mal sehen, ja, wie weit du kommst. Wie nennen wir es denn? Ja. Gute Frage. Black Pearl. Ja, sehr einfallsreich. Die wahre Black Pearl. Die wahre. The one and only. Kommen wir da überhaupt runter zum Strand? Da links, wo wir vorhin hochgelaufen sind, da schon. Aber hier, wo wir vorhin runter sind, nicht. Müssen wir halt ein bisschen links. Wir müssen da, wo wir eben hoch sind. Ja, sag ich ja. Genau. Da, wo ich lang fahre. Das ist, ja, ne? Geht bestimmt auch hier irgendwo. Irgendwann. Platz da.
Ich dachte, man kann auch durch Leute durchfahren, aber nein. Steil. Hallo Sani. Ach ja. Hallo Koya. Fährt einer so eine Klippe runter. Ja, das wäre lustig. Aber nur mit Anlauf. Kann fliegen! Doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Ja, Matze fährt hinterher. Ach ja. Ihr müsst eher auf mich warten, ich hab das Holz. Aber ich bin sehr erstaunt darüber, dass das große, also ist ja relativ große Schiff, dass das so wenig Ressourcen braucht und so wenig spezielle vor allen Dingen. Ja, im Vergleich dazu, was ein Pavillon, eine Pavillonfarm braucht. Ja, die kommt nämlich auch noch. Aber das zeigen wir euch in... Irgendwann. Irgendwann. Demnächst. Demnächst hier bei Koya Let's Play. Halt's Maul. Da trägt ja keiner so einen Schwach. Nur hier. Das ist ja mein Ruderboot. Ich habe kein Ruderboot mehr. Achso, denkt dran, die Autos mal zu sichern, gell? Ja, das ist eine gute Idee. Ich tue jetzt mal mein Handelspaket bei dir rein, das Eisen. Weil ich brauche ja eher Stoff oder Holz. Wie sichere ich das da? Kriege ich das Holz bei dir hinten raus? Ja, klar. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber geht das, ja? Ja, geht. Jetzt brauchen wir kein Holz. Gelesen. Mit dem Ruderboot ist eigentlich viel cooler, oder? Ah, okay, geht nicht. Wenn der Wagen draußen ist, kann man kein Ruderboot holen, oder wie? Ja. Wie dumm ist das denn? Aber es geht ja auch so. Viele, du kannst nicht auf so viele auf einmal aufpassen. Holz schwimmt ja oben und Eisen, wie wir gleich sehen werden, auch. Sowieso. Das ist ja ultra stabiles... Hohleisen. Hohleisen, genau. Das heißt so, weil man es holen muss. Boah. Ja, sonst wäre es ja ein Bringeisen. Ach so. Dumm. Ja, wie nennen wir das Schiff? Wir wissen es immer noch nicht. Ja. Stumpfsinn. Bum. Nein, jetzt habe ich abgebrochen. Hab ich gesehen. Lauter Schreck. Ich wollte gerade inkompetent schreien. So, Stoff brauchen wir jetzt noch. Ich hämmer derweil mal Nägel ins Wasser. Sekunde noch. Ögl. Dengel. Die Person, sie ist unerträglich. Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer dem Bull da gleich eine reinhaut. Hier. Huch. Jetzt bin ich hier. Bin ohne drunter. Ist egal, Alex. Ich will das auch sehen. Ja, dann kommen wir mal raus. Ich will das auch sehen. Bevor ich das nächste Paket aufgeöffnet habe. Ich bin schon dabei, Matze. Ach ja, ne? Gross. Scheiße. Was denn? Mein Trecker ist tot. Wie, dein Trecker ist tot? Trecker ist tot, aber die Pakete liegen noch drin. Kann der denn tot sein? Der Trecker ist ja bei mir. Die Qualle. Die hab ich getötet. Grade. Ja, und davor hat sie meinen Trecker getötet. Ernsthaft? Ich war doch eben gerade noch da. Da war dein Trecker sieht hier einwandfrei aus. Jetzt, wenn ich wieder so nah dran bin, geht's wieder, aber hä? Junge, du solltest mal weniger saufen, echt jetzt. Aber das sieht cool aus hier. Sieht cool aus. Wir sollten diesen Krebs da regelmäßig wegmachen. So, nächste Stufe, bitte einmal Screenshot. Yay! Oh, cool. Ey, das wird geil. Das wird doch riesig. Und das ist das Handelsschiff. Es gibt ja auch dieses, wie nennt sich das? Wisst ihr das? Mit dem hohen Mast, mit dem Ausguck oben und so. Schiff, keine Ahnung, Schiff. Schiff, großes Schiff. Es gibt auch das große Schiff, genau. Leute. Ja, bitte. Da ich ja hier den größten Teil finanziell zu diesem Schiff beigetragen habe, habe ich ja wohl das Recht, das Schiff zu See zu lassen. Ja. Nein.
Sekunde, einfach mal, muss ich mal gucken. Dani, wenn du mir die Nummer kaputt machst, drehe ich dir das nächste Mal den Hals um, wenn du mir über den Weg läufst. Wollen weiter. Ah ne, da muss ich ja echt Angst haben, weil, ne? Oh, das sieht cool aus hier gerade, das Bild allein. Sehr, sehr schön, wenn das mal kein Screenshot wird. Da greift wieder das Vieh an. Nee, das greift nicht an, die ist nicht rot, die ist orange. Ach so, ist orange, na dann... Greift alles gut. Die nichts mehr an. Matze stirbt jetzt wahrscheinlich bei dem Versuch. Bing! Das hat jetzt aber nichts gemacht, mein Stoffpaket. Ja, mein Eisenpaket aber jetzt vielleicht. Weil du nichts kannst. Ich stehe oben auf der Kiste und hau in die Luft. Ja, ja. Das ist doch mit Liebe animiert. Lufteisen. Das. Hohleisen war das doch. Hohleisen, ja, und Lufteisen. Also. Sehr cool hier. Das macht Spaß, allein quasi zu filmen. Das könnte man jede Woche machen, hä? Ja, muss ich sagen. Jede Woche 2400 Gold. Leute, ihr verlangt langsam ein bisschen viel von mir. Ich habe das ja einmal geschafft. Jo. Geil. Wer holt das letzte Paket? Bin auf dem Weg. Das vorletzte. Das letzte habe ich auf dem Rücken. Moment. Wie machst du das? Du musst danach auch noch wieder Arbeit reinkloppen, ne? Ja, ja. Du kannst das Paket also schon dran machen. Nein! Echt? Ja. Ich vertraue dir jetzt mal nicht. Ich weiß es jetzt nicht, also vertraue ich dir jetzt mal nicht. Ach, fick dich. Ihr seid so nett zueinander heute. Boah, ich bin heute auf Krawall gebürstet, Matze, pass auf. Ja, man merkt das. Ja, sei doch mal lieb, Sani. Nach so einer scheiß Fahrt, die ich gerade hatte. Ja, an der du selbst schuld bist. An der du so komplett selbst schuld bist, ja. Nee, an der Polizeikontrolle war ich nicht schuld. Ach, jetzt lügt er noch eine Polizeikontrolle wieder her. Habe ich dir sogar geschrieben. Hast du nicht? Habe ich wohl, ich stehe gerade in der Kontrolle, lese mal nach. Der eine kann nicht lesen, der andere nicht schreiben und fahren sowieso nicht. Also, das ist natürlich eine gute Idee, bei laufendem Motor in der Polizeikontrolle auf WhatsApp zu schreiben. Und in der Kontrolle Ich war Beifahrer. Ach so. So, hier, tut mal was für euer Geld. Ja, warte, ich muss das mal eben... Das steht da ja wirklich. Ich habe es überlesen. War eine unwichtige Info. Mann. Ach, das ist aber auch immer... Wo bist du gegengeflogen, Koja? Durchgefallen mal wieder. Ich bin durchgefallen. Prüfung nicht bestanden. Dass du durch bist, ist nichts Neues, aber... Huch! Dani, du musst jetzt mit deinen Aggressionen noch bis nachher warten. In anderthalb Stunden nehmen wir H1Z1 auf, da darfst du sie ausleben. Ich gebe sie gleich an dir aus. Ich weiß gerade nicht, ob das so gut war, dass ich hier drin... dass ich mich hier reingebackt habe. Hihi, so, dein Paket konnte nix. Mein Paket konnte nix? Ja, hat nix gemacht. Ist das cool hier. Braucht man einen Weitwinkel bald, um das ganze Schiff zu fotografieren. Hast du keinen? Oh, fuck. Tja, Plumps. Mach mal Segel dran, Matze. Mach ich, mit Eisen. Das mit Eisen. Ja, ja, pass auf, das sind Stahlsegel. Die kommen jetzt bestimmt, oder? Da sind sie. Nee, es sind keine Segel dran. Doch, und um die. So, Matze wird jetzt feierlich. Die Stahl, nee, du wirst gar nichts, weil wir müssen jetzt noch Arbeitspunkte investieren. Ja, sag ich ja. Ups. Ja, toll, ich bin wieder durchgefallen. Super, und wer hat das Ding jetzt ins Wasser gelassen? Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist einfach so nach einiger Zeit. Ich bin einfach reingefallen ins Wasser. Und wer sagt, was für Arbeitspunkte investieren? Ich. Und das war falsch. Normalerweise ist das immer... Toll, das war beim letzten Schiff schon so, als es vom Stapel gelaufen ist, haben wir es nicht gesehen. Einmal Profis eine Schiffstaufe feiern, das ist ja unglaublich. So, das Schiff ist hässlich übrigens. Was? Hey! Hol's raus! Warum hast du es jetzt weggepackt? Hab's nicht weggepackt. Achso, dann... Ist es weg, da müssen wir noch eins bauen. So, dann lass mich es doch einfach nochmal... Ja, du musst erst dein Ökeltürf wegfahren. Ding. So, Ökeltöff weg. Braucht ja keiner sowas. Ökeltöff ins Wasser geschoben. Grob versenkt. So, ich würde gleich sagen, wir machen gleich von Solsried nach Marianopel. Matze, das war's Falsche. Nee, das war doch weg. Das ist Sunnys. Oder was? Hä? Nein, das ist deins.
Meins war doch weg. Ja, natürlich. Ja. Hol dein anderes Ökeldorf raus. Ach, so ist schön, wie verballt wieder alles ist. Hol das Schiff endlich raus und spring nicht durch die Gegend. Hä? Hey, das bin ich gar nicht. Das ist dann na so, gut. Oh. Boah, einmal mit Profis. Alter. Das ist ja echt. Ihr, da liegt ja schon lauter Schund oben drauf. Was ist denn das für ein Schiff? Ja, da liegt kein Schund oben drauf. Das sind die. Lauter Kisten hier. Das ist nee, da können wir dann unsere Handelspakete nahe schmeißen. Zwei Kanonen haben wir. Also ist das hier ein paar. Haben wir auch Schuss oder was? Nee. Die sind nur Deko oder was diese? So, wunderbar. Aber da vorne ist ein Radar dran. Das ist cool. Was kriegen wir drauf? Seht ihr das auch? Der Radar? Nee, sehe ich nicht. Dann geh da mal hin, du filmst ja. Ja. 20 Handelspakete. Kann beim Reiten nicht verwendet werden, krieg ich beim Radar. Ich spawn mal dein. Ja, nee, ist alles. Aber was sehe ich denn dann? Schiffe in der Umgebung. Ich sehe aber keine. Wenn ich jetzt. Warte. So, jetzt sag dir mal hier Namen für das schöne Schiffchen. Namen für das schöne Schiffchen. Siehst du es jetzt auf dem Radar, das Schiff? Meins? Warte, ich fahr mal ein Stück weg. Dann siehst du es gleich. Wie wär's mit komplett ohne? Komplett ohne oder wie? Nee, komplett ohne. Problem ist, dass ich deinen Punkt auf dem Schiff sehe und. Warte, dann gehe ich eben aus Europa. Ja, doch, sehe ich. Okay. Ja. Da ist ein Icon unter dir quasi. Ich musste mich jetzt gerade mal vorbeugen, darum war ich vom Mikro ein bisschen weg. Und dann sehe ich in der Tat da das Schiff. Ja, das ist. Ist das. Ja, eigentlich nicht schlecht, wobei der Radius recht klein ist. Also. Nee, der ist groß genug. Ja? Ja, zum Ausweichen reicht er. Cool. So, machen wir jetzt 20 Handelspakete von Solzried nach Marianopel? Die erste Fahrt ein bisschen unspektakulär machen? 20 Handelspakete? Ja, warum denn nicht? Wir können doch 20 machen. Zu dritt ist das doch kein Ding. Ja, und dann werden wir versenkt. Ja, deswegen von Solzried nach Marianopel. Ach so, nach Marianopel. Ja, das könnte man machen, nach Drei Kronen könnte man machen. Das ist, glaub ich, so ein. Obwohl, da können wir auch schon weggeholzt werden. Drei Kronen? Ich kenne keine Drei Kronen, ich kenne zwei Kronen. Zwei Kronen, ja. Zwei Kronen da. Ich kann nicht mehr. Ihr seid so fertig. Wir könnten nach von Solzried nach. Nach 2,5 Kronen. Ja. Das könnte man machen. Über Marias Popel? Nee, ohne über Marias Popel. Einfach nur, aber Marians Popel ist cooler, weil. Du hast da dieses Dingens, dieses, sag schnell, ich komme nicht drauf. Den Fluss? Den Fluss, ja, der sieht cooler aus. Kommen wir da rein mit dem Riesenmoped? Ja, geht. Das ist nicht viel breiter als der andere Kutter. Lass uns doch mal schauen, was wir hier haben. Wir haben hier eine Spezialitätenwerkbank direkt vor der Nase. Ich schätze mal, das bringt ein bisschen mehr als, oder? Weiß ich nicht. Guck mal nach, was bis nach 2 Kronen bringt. Moment. Handelsinfo. So, wir starten in Solzried. Solzried nach 2 Kronen. Aber wie viel kriegen wir hier rein? 1, 2, 3, 20 Stück? 20 Pakete, ernsthaft? Ja. Wie geil ist das denn? 130%. 130% von Solzried nach 2 Kronen. Okay, bis wir das 20. abgegeben haben, sind auch nur noch 70%. Ja, das sollten wir vielleicht mischen. Also, es gibt ja zwei Handelspakete. Das ist aber nur 127%. Ja, aber machen wir es 10-10 und dann ist gut. Aber nicht noch komplizierter. Na ja, komm, dann schippern wir halt nach Solzried kurz rüber. Machen wir das. Fahr los, Captain. Intuition des Captains. Ich schnelle Wende. So, und alles gesichert. Was gibt's denn hier noch? Erhöht die Bewegungs... Ach so, brauche ich 10 Biotreibstoff für. 10. Ja, wenn ich die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen möchte. So, ihr könnt die Segel hissen. Da braucht man jetzt auch 3 Leute hier zum Fahren. Ja, wenn einer noch vorne... Wow, das ist vielleicht der ist träge, sag ich euch. Der Kahn. Uiuiui. Uiuiui. Uiuiui.
Uiuiui, Lilo, Tiffy, Herr von Bödefeld. Nee, nee, nee. Aber sieht geil aus. Ja. Oder? Also, ich finde schon scharf, das Ding. Wie hast du ihn jetzt eigentlich genannt? Kein. Kein Name. Ach, kein Niveau. Ja, weil es geht ja keine Leerzeichen. Ja. Also wer eine bessere Idee hat, darf sich melden. Ja, vielleicht wenn es ein Handelsschiff ist, voll Niveau. Also es ist voll mit Niveau quasi. Der war jetzt schlecht. Ja, ich weiß, aber was fällt einem sonst noch ein? Ist besser als kein, oder? Wir sind doch... Nee, ist nicht besser als kein. Voll. Wir sind ja auch niveaulos. Ach so. Wir haben ja nicht drinstehen Let's Plays mit Niveau. Stimmt, das sind andere. Ja, Name. Oh, ein Geschenk. Ein bisschen weiter nach rechts, Koja. Jojo, kommt. Jacqueline. Jacqueline Chantal. Jacqueline! Ich hab kein Glas mehr hier. Hat jemand ein Glas für mich? Ja, aber guck mal in den Kisten. Kisten? Ja, da ist doch bestimmt was drin. Wie bei H1Z1, muss die Kisten zertrümmern. Da kommen unter Umständen Glasflaschen und so weiter raus. Ach so. So. Ja, wir sollten trotzdem Gas geben jetzt hier. Ja, ja, ja. Koja fährt schon so schnell er kann. Mehr kann das Moped nicht. Aber ich glaube auch, dass die Handelsmission dann eher was für die nächste Folge wird. Aber wir brauchen ja auch da noch Sachen, die wir zeigen können. Aber dennoch rüber zum... Wo ist denn eigentlich die Werkbank? Wo muss ich denn hin? Kann mir das jemand markieren? Ich wollte jetzt gerade zum Sichelmond drohen. Das passt ja gar nicht. Moment. Du bist schon zu weit. Ey, du Pfosten, das ist doch noch markiert. Oh Mann. Jetzt ernsthaft? Dahin? Ja. Fällt auch keinem aus. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich war lange nicht mehr in Solzried. Ich war ewig nicht mehr in Solzried. Moment. Ja, du spielst ja auch nie Arc-Age. Das ist richtig. Ja, stimmt. Da ist sie. Ja, naja, würde ich sagen. Haben wir hier noch eine? Spezialitätenwerkbank. Müsste eigentlich auch noch hier vorne eine sein. Moment. Ach Mann, wo ist sie denn? Spezialwerkbänke da. Nee. Nur dort. Dort ist die am Ufer. Ja gut, dann schippern wir darüber und sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich irgendwie wieder. Ja, dann werden wir unser Schiff mal richtig einweihen, ordentlich vollladen. Und dann, was haben wir jetzt gesagt? 3 Kronen? Ne, 2 Kronen? 2,5 Kronen oder? 2,5 Kronen. 2,5 Kronen? Okay, dann, ne? In 2,5 Kronen. Bis hinterher. Macht's gut. Ciao.